Hallo Freunde, da sind wir zum Rennen in Montreal, Kanada. Und ihr seht es, ich bin auf der Pole, ungefähr 2 Sekunden vor dem zweiten. Und zwar, das ist Calhanoglu, der steht auf der 2, im Force India, dann Sutil auf der 3, Alonso auf der 4, Bianchi auf der 5, Vettel auf der 6, Massa auf der 7. Gutes Ergebnis also für uns in der Qualifikation. Kenny auf der 8, Raikön auf der 9, der vom Pech verfolgte, Weißler 10, Maldonado 11, Magnussen auf der 12, der Führende, bislang immer an die Punkte gekommen, Rosberg 13, Eriksen 14, Wern 15, Steffi 16, Kühat 17, Valvoric auf der 18, Button 19, Chilton 20, Gutierrez 21 und Kobayashi 22. Ja, ich habe eben schon mal eine Aufnahme gehabt vom Rennen, allerdings kurz bevor die erste Runde zu Ende war, ist die Aufnahme abgekackt und das ist dieses Phänomen ja, das Monaco, da bin ich gut durchgekommen, da gab es nur wieder einmal, dass da die Aufnahme wieder langsamer geworden ist, aber dann konnte ich es ja nach zu Ende fahren. Aber es hieß ja von Valvo aus, dass Monaco und Kanada Probleme machen könnten. Und ja, ich will hoffen, dass mir das nicht so zu tragen kommt. Am Anfang ist ja noch alles schön und gut, aber ja, sollten es mehr Runden werden. Irgendwo vielleicht Runde 5, 6, wo ich vielleicht noch nicht abgespeichert habe, aber vielleicht sollte ich wirklich jetzt dran denken, alle 5 Runden oder so zu speichern. Gut, dann viel Spaß beim Rennen. Mir hoffentlich viel Erfolg. Beim ersten Mal habe ich übrigens die Führung an Sutil abgeben müssen. Das hat jetzt besser geklappt, aber ich bin immer ein Zweiter gewesen bis zum Ende der Runde, aber das heißt ja nichts, wie wir wissen. Aber einmal in die Punkte zu fahren wäre wirklich ganz gut. So. Ich habe nämlich aber auch, ich weiß nicht, vielleicht war das auch ein Fehler. Ich habe dann mal kurz nach der ersten Runde mal so ein bisschen geguckt, habe mal auf Pause gemacht und wollte gucken, ob sich was positionstechnisch so getan hat. Vielleicht war das auch ein Fehler. So, auf jeden Fall auf der Geraden ist es dann passiert hier. Da hatte ich dann Pause gedrückt gehabt. So, wir fahren jetzt einfach mal weiter. Nehmt es mir nicht übel. Aber der Director's Cut, hoffe ich, dass der läuft. So. 19. Runde gehe ich an die Box. Kein Regen angesagt. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Sutil ist hier ein harter Konkurrent. Der hier sehr dran bleibt. Ah, das sieht man hier. Bin ich nicht so gerade gut in der Kurvenführung. Aber es sieht alles noch gut aus. Wie es aussieht, sind alle Fahrer auch im Rennen. Hier bin ich im letzten Sektor sehr, sehr stark. 1,3 Sekunden sogar. Abstand, was ich da gewinnen kann. Aber hier holt er schon wieder auf. So. Nochmal eine schnelle Runde gefahren. Diese ewig lange Kurve, die kein Ende nehmen will. Das auch so ein bisschen.
erste Sektor. Und auch das hier, also bis zur Haarnadel. Da holt Sotil sehr stark auf. Und jetzt kann ich wieder davon ziehen. Da seht ihr es auch. Im Rückspiegel 1,4 Sekunden. Also richtig weg komme ich nicht. Aber es ist natürlich auch die Frage, wer wieder durchfährt. Die traue ich mich nicht Vollspeed. Aber bislang ist es ja auch ganz gut. Erinnert mich daran. Erinnert mich daran. In zwei Runden oder so abzuspeichern. Ja, genau so muss man durch die Kurve kommen. Ich bin ein nervliches Wrack. Jetzt schon mal 1,4 Sekunden. Jetzt ist er wieder näher dran. Es gibt immer so ein, zwei Ecken, wo ich mich da nicht so traue. Miau, miau, miau. So, 1,8. Wir haben noch keinen Ausfall. Oh, war ich ziemlich spät. Mit der Bremse. Gut, eine Runde, dann speichere ich ab. Und sollte ich irgendwie mal rausfliegen danach, wenn ich jetzt gespeichert habe und eben das Spiel wieder abkacken, dann wundert euch nicht, dass ich mich in dem Sinne nicht verabschieden kann, aber die Aufnahme wird dann dem Punkt dann wieder nochmal gestartet werden. Wenn ich schon weiter bin und das abkackt, dann natürlich sehr schiete, aber ich werde es versuchen, so weiter zu spielen. Außerdem merke ich gerade, wie Sotil mir gerade am Arsch klebt. 0,5 wieder. Eine Sekunde hat er aufgeholt im ersten Sektor. Und das ist normal, was der hier fährt, der Junge. Das macht mir Angst. Vor allem, weil ich meine Crashes auch kenne. So, wir haben jetzt 5 Runden gleich geschafft. Und hier sind es wieder eine Sekunde. So, wir befinden uns auf der Zielgerade. Ich mach mal kurz safen. Sichern. Dann fühle ich mich nämlich schon etwas besser. Schauen wir uns mal an, ob es da steht. Ja. Gut. Zurück ins Pitcock. Und weiter geht's. Mit dieser ganz knappen Führung hier. Ich muss immer im Rückspiegel gucken. Gut, war gut, war gut. Nicht richtig neben mir auftaucht, ist das noch alles in Ordnung. Aber ihr merkt schon,
der meint's ernst. Aber wenn er so mithalten kann, denke ich eigentlich auch mal, dass er an die Box geht. Alonso auf der 3, Raikön 4, Massa 5. Der Raikön liegt gut los, also der kommt langsam. Die Frage ist nur, macht das Auto mit? Na, viel zu früh, was ich bremse. Muss man eben aufpassen, weil hier die Räder bei der Rechtskurve nicht so mitspielen, dass man da nicht mal weggrätscht, sag ich mal. Gut gekriegt. Sucht euch euren Lieblingsfahrer oder Fahrerin heraus. Unten in der Einblendung. Steffi, wie ich gerade sehe, auf der 21 nur. Kobayashi ist letzter. Ich habe jetzt wieder einen Vorsprung von einer Sekunde, kann mich aber, wie wir wissen, nicht absetzen. Auf der 7, Çalhanoğlu auf der 8, Vettel auf der 10, so wie ich das so sehe. Beißler 11. Dann also außerhalb der Punkte. Die Reifen machen auch 19 Runden lang mit hier. 1,2 Sekunden, holla. Konnte ich mich jetzt wirklich mal ein bisschen absetzen hier. Das in den ersten Sektoren, wo ich ja eigentlich sonst nicht so... dafür prädestiniert war. Bin ich mir zufrieden, muss ich sagen. Die schnellste Runde von mir. 24,6. Sich wieder verloren. Vor allem jetzt, das ist wirklich unfassbar, wie er in dieser Schikane hier rankommt. Ja. 0,9. Oh, knappe Sekunde. In der nächsten Runde wird wieder gespeichert, Leute. Nehmt es mich nicht übel, aber bei dem Grand Prix... kurz am Gras gewesen.
2,7. Er hängt mir im Heck. Wie er mir im Heck hängt. Das wird jetzt interessant. 0,3. Und gerade bei der jetzt. Bei der Schikane. Ihr merkt's. Subtil ist ziemlich stark jetzt. Zehn Runden haben wir geschafft. Alonso, Räikkönen, Massa, die nächsten. Also Massa auch bislang wieder sehr stark bei. Freut mich. So, ich muss mal wieder speichern, wie gesagt. Zurück ins Pitcock. Und schon geht's weiter. Ein harter Fight gegen Subtil. Ein bisschen weiter weg. Halbe Sekunde. Oh, man merkt schon, Alonso kommt ebenfalls ran. Könnte vielleicht auch mein Glück sein, wenn vielleicht Alonso noch näher kommt und Subtil auch ein bisschen mehr bedrängt. Aber wir haben bislang keine Ausfälle. Fast gedacht, das Auto dreht sich weg. Ich muss aufpassen, denn ich weiß absolut nicht die Reifen hier. Aber 1,2 Sekunden, das ist gar nicht so schlecht gefahren gewesen. Das war aber für mich schon wieder am Limit. Vor allem die Passage muss ich echt aufpassen, dass ich da mal nicht zu weit rauskomme. Das sieht alles gut aus. Jetzt kommen wir 9 Sekunden sogar. War eine gute Runde. Jetzt haben wir noch eine Reihe. Rundenbestzeit hier. Nachdem ich da eine Aschewolke hinterlassen habe. Kann ich mich so ein wenig absetzen, habe ich das Gefühl.
Irgendwie freue ich mich so langsam, wenn ich mal auch bessere Reifen kriege. Aber da wird ja dann das nächste auf mich warten. Wie wird der Boxenstopp verlaufen? Das ist die nächste Frage. Oh, die habe ich diesmal nicht perfekt bekommen. Aber es hat noch gereicht. Mal sehen, was der Abstand sagt. Boah, 2,3 Sekunden, was geht denn hier ab? So, Team muss abreißen lassen, so ein wenig, habe ich das Gefühl. Scheint bisher ein ziemlich unspektakuläres Rennen hier zu sein. So wie ich das sehe. Ich meine, muss es ja auch mal geben, aber... noch lange nichts. 1,7 haben sie wieder aufgeholt. So. 14. Runde sind wir jetzt gerade. Oh, da bin ich zu weit rausgekommen. Das hat gekostet. So, in der nächsten Runde wird wieder gespeichert. Muss einfach sein. Bislang wundert es mich echt, dass wir noch keinen Ausfall hier haben. Aber interessant auch, ich habe keine Chance. Ich bin, wie es aussieht, wirklich nicht gerade hier, auch wenn ich gute Zeiten fahre. Müsst ihr, wenn ihr die Minimap erkennt, das müsstet ihr mittlerweile ja auch ganz gut. Bin mir zwar nicht sicher. Selber mal jetzt nochmal angucken, wie die Minimap jetzt im Video dann aussieht. Aber ziemlich, also alle dicht gestaffelt. 2,77 jetzt der Vorsprung. Also gibt es keiner, der richtig abreißen lassen muss. So, ihr wisst, was kommt. Pause und speichern. Option sichern. So. Oh, kurz Handentspannung. So, so langsam gehen jetzt sicherlich auch gleich die Boxenstopps los. Und wir sind jetzt bei der Halbzeit gleich angekommen. Ich gehe, wie gesagt, in der 19. Runde rein. Dann bin ich mal gespannt, wie für mich dieser Boxenstopp verlaufen wird. Aber interessant schon, dass ich mich doch absetzen kann, also... So. Da baue ich so einen Fehler.
Und Halle Julia. Der Bildschirm ist jetzt aber eben ganz schön dunkel geworden. Da täusche ich mich da. Trotzdem habe ich noch 2,8 Sekunden. Okay. Sehr interessant. Ist das durch die Brände? Frage ich mich manchmal, dass da der Bildschirm irgendwie... Aber eigentlich Regen war nicht angesagt. Also von daher bin ich wirklich mal gespannt, ob da was das vielleicht liegen kann. Da hätte es mich jetzt wirklich fast zerrissen. 1,4 nur noch. Vorsprung dahin. Dafür habe ich die jetzt aber wieder eigentlich ganz gut bekommen, wie ihr schon ein Gefühl habt. Nee, 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 das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Oh Mann. Oh Mann. Scheiße. Sind das jetzt doch schon die Reifen? Die Nervenflattern. Subtil führt. Bin viel zu langsam, habe ich auch das Gefühl. Es hat natürlich so viel freie Fahrt da vorne. Wir haben irgendwo gelb. Kobayashi ist raus. Mit Radverlust. Das war's für ihn. Für ihn Caterham. Mal aufholen. So, in der nächsten Runde komme ich in die Box. Was machen die anderen? So, Tier geht jetzt rein. So, und ich komme in der nächsten Runde. Dachte ich zumindest. Dass mir jetzt ein wenig Angst mache. Warum da jetzt nicht stehen? Pit? Da komme ich dann doch noch eine Runde später rein.